Hallo und herzlich willkommen bei diesem Podcast, bei dieser Podcast-Ausgabe hier auf meinem Channel. Es geht um Magic the Gathering, das Commander-Format, und ich baue fast jeden Monat ein neues Commander-Deck und habe dort eine Strategie entwickelt, die ich heute mit euch teilen möchte. Es handelt sich nicht um ein Template, sondern es geht viel weiter. Wir sehen uns gleich und dann erzähle ich, was es mit Deck-Dimensionen auf sich hat. Ich habe es schon kurz geteased, es geht um Deckdimensionen. Was sind Deckdimensionen? Das ist eine Methodik, wie du dein Deck bauen kannst, wie du den perfekten Commander für dein Deck findest und wie du ein Deck tunen kannst, das nicht ganz so funktioniert oder worauf du nicht mehr so viel Bock hast. Definieren wir erst einmal die Dimensionen. Und zwar, eine Dimension ist etwas, eine Sache, die dein Deck erreichen will. Dies könnte zum Beispiel sein, also jetzt nur ganz basic, mache viele Tokens. Bringe Kreaturen aus dem Friedhof zurück oder erzähle eine Geschichte, mach ein Theme-Deck. Dies sind zum Beispiel Dimensionen, aber normalerweise ist ein Deck niemals eindimensional, auch wenn man das vielleicht manchmal denken möchte. Nämlich mache viele Tokens als Beispiel, ist keine Strategie, denn wenn du nur Token generierst und die machen nichts, sitzen nur rum, werden nicht größer, greifen nicht an, blocken nicht, dann ist das nicht wirklich eine Strategie. Also, formuliere die Strategie, ja, und jede Komponente des Satzes dieser Strategie ist eine Dimension. Und definiere sie in der Reihenfolge, in der sie in deinem optimalen Spiel nacheinander passieren. Also, lass mich mal ein Beispiel geben. Ein ganz konkretes Beispiel hier. Gave oder Gave, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, ist ein Commander-Deck, das ich vor kurzem erst zusammengestellt habe. Und hier habe ich auch die Dimensionsstrategie verfolgt. Und zwar, die Gesamtstrategie des Decks lässt sich in drei Dimensionen definieren. Zum einen, mache viele Kreaturen, mache diese Kreaturen groß, in dem konkreten Fall mit +1/+1 Countern. Und dritte Dimension ist angreifen. Okay, also, drei Dimensionen bei Gave. Lass mich ein anderes Beispiel geben. Manchmal denkt man, ich habe nur eine Dimension. Aber manchmal ist es ein bisschen tiefer als das. Zum Beispiel könnte man sagen, naja, meine Strategie ist, die Zwei-Karten-Kombo zu spielen. Allerdings ist das nicht nur eine Dimension, denn in diesem Satz befinden sich mehrere Dimensionen. Denn zum einen musst du die Karten erstmal finden, dort könnten dir zum Beispiel Tutoren oder sonst irgendetwas helfen. Und zweitens also, musst du die Karten auch noch ausspielen können und im Idealfall hier auch in dieser Achse, in dieser Dimension zum Beispiel Protection dafür einbauen. Also ein paar Counterspells, Pact of Negation, sonst irgendwas, damit diese Zwei-Karten-Kombo auch tatsächlich resolved. Also, spiele eine Zwei-Karten-Kombo ist eine zweidimensionale Deckstrategie. Okay, aber was sind denn zum Beispiel keine Dimensionen? Nun, hier geht es sehr um strategische Ansätze. Das heißt zum Beispiel, ein Deck-Building-Template ist etwas komplett anderes. Denn was man dort oft hört sind, habe 10 Ramp-Spell, habe 4 Board-Wipes, habe nochmal 10 Removal-Spells. Darum geht es hier nicht. Das, was ich gerade gesagt habe, sind alles Support-Karten. Die sind keine Dimension, das ist kein Teil deiner Strategie. Spiele Soul Ring, Rampant Growth oder, weiß ich nicht, Murder von mir aus, ist keine Strategie. Es kann natürlich sein, dass diese Aspekte schon zu deiner Strategie gehören. Das musst du dir dann genau überlegen. Denn Ramp zum Beispiel kann in einem Landfall-Deck, wie zum Beispiel Omnath Locust of Rage, tatsächlich eine Strategie sein. Denn die Landfall-Trigger sind hier Teil der Strategie, um zu gewinnen. Card Draw kann auch eine Wincon sein, wenn du zum Beispiel Psychosis-Crawler spielst. Im Allgemeinen ist es so, dass diese Support-Elemente wie Card Draw, Ramp, Removal keine Dimension sind, außer sie gehören explizit zu deiner Strategie. Wozu machen wir das alles jetzt und wo kann ich diese Strategie anwenden? Nun, es gibt mehrere Ebenen und zwar kannst du anfangen, mit dieser Strategie deinen Commander zu finden oder dein Deck zu bauen oder dein Deck zu verfeinern, falls es irgendwie nicht läuft oder nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Also fangen wir vorne an. Wie können wir diese Methodik anwenden, um bottom-up, also von der Strategie, unseren Commander herauszufinden?
Es ist sehr einfach. Überleg dir einfach eine Strategie im Kopf. Du sagst, oh, ich liebe Life Gain. Und noch besser, ich liebe Life Drain. Das heißt, wenn ich immer Leben dazu bekomme, verlieren meine Gegner Leben. Das ist die Strategie, die ich gerne hätte. Dann ist der nächste Step, diese Strategie wirklich in Dimensionen aufzulisten. In diesem konkreten Fall könnten wir es auf zwei Dimensionen tatsächlich reduzieren. Denn die erste Dimension ist, du musst Leben dazu bekommen. Die zweite Dimension ist, dieser Life Gain, dieses Dazugewinnen von Leben schadet deinen Opponent und kann dann zur Waffe werden, um das Spiel zu gewinnen. Okay, es ist in dieser zweidimensionalen Strategie unglaublich einfach, eine Strategie abzudecken. Denn nehmen wir zum Beispiel einfach mal Evra als Commander. Sie hat Lifelink und das ist alles, was du brauchst, um Leben dazu zu gewinnen für Step 1. Wollen wir einen Commander für die andere Dimension? Nun, dann haben wir zum Beispiel Dina. Diese sagt nämlich immer, wenn du Leben dazu bekommst, verlieren alle Gegner einen Lebenspunkt. Aber ich muss sagen, es geht besser. Wir können in einem Commander wahrscheinlich beide Dimensionen abdecken. So wäre zum Beispiel Oloro eine gute Möglichkeit, beide Dimensionen in einem Commander zusammenzufassen, denn er von sich aus macht Life Gain. Immer im Upkeep kriegen wir 2 Life dazu. Und immer wenn wir Leben dazu bekommen, können wir 1 Mana bezahlen und er macht Schaden bzw. Loss of Life. Wir haben auch noch einen anderen Commander, mit dem wir beide Dimensionen abdecken können. Ich muss sagen, dieser ist aber ein bisschen on the edge. Es handelt sich um Vito. Der hat einen ähnlichen Text wie Dina, nämlich in der Static Ability, whenever you gain life, target opponent loses that much life. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, unseren Life Gain als Waffe zu definieren, um zu gewinnen. Allerdings hat er nur so semi eine zweite Dimension, nämlich er kann anderen Kreaturen Lifelink geben. Aber wenn man es streng nimmt, bedingt das noch eine weitere Dimension, dass wir Kreaturen haben, mit denen wir angreifen und mit denen wir auch gewillt sind anzugreifen. Das heißt, Vito ist ein bisschen ein Cheat. Aber Oloro definitiv bildet alle beiden Dimensionen dieser Strategie ab. Die ganze Geschichte wird schwieriger, wenn wir in mehrere Dimensionen als nur in 2 gehen. Schauen wir uns an, was passiert, wenn wir eine dreidimensionale Strategie verfolgen wollen. Ich mag Artefakte, ich mag Reanimator und was könnte man für eine Strategie sich überlegen? Nun, wenn man so überlegt, naja, ich hätte gern Artefakte in mein Graveyard, würde sie dann daraus wieder reanimieren und das irgendwie benutzen, um meine Gegner zu besiegen. Konkretisieren wir das, also Step 1, erste Dimension, Artefakte in den Graveyard, denn wenn da keine sind, kann ich sie nicht zurückholen. Okay, Step 2, hole Artefakte zurück. Okay, aber wenn ich die nur in Graveyard tue und wieder zurückhole, habe ich jetzt nicht so viel gewonnen. Nun, wir brauchen eine dritte Möglichkeit, wie wir dann diesen Vorgang letztendlich dann zum Erfolg bringen können. Es ist super easy, wieder mal eine Dimension von diesen dreien zu finden. Zum Beispiel Faldon of the Third Path. Mit diesem können wir eine der drei Dimensionen abdecken. Ist auch ein relativ beliebter Commander, auch für diese Strategie, die ich angedeutet habe. Und zwar sagt er, dass wir eine Token-Kopie von einer Kreatur in unserem Graveyard machen können. Und das ist mehr oder weniger schon so in dem Thema, bildet die zweite der drei Dimensionen ab. Und um mal ein bisschen Spaß zu haben und den Punkt hier deutlich zu machen, wir könnten auch Ambassador Laquatus nehmen als Commander. Der hat einfach eine Fähigkeit, für 3 Mana können wir die obersten 3 Karten in den Graveyard tun. Wir haben ja gesagt, wir brauchen 3 Sachen, Artefakte in den Graveyard tun, Artefakte reanimieren und das dann irgendwie zu nutzen. Er würde bei dem ersten helfen, aber um hier den Punkt deutlich zu machen, es geht besser. Also versuchen wir 2 von 3 Dimensionen zu erreichen. Und als ich dir die Strategie gesagt habe vorher, haben sicher von euch schon einige bestimmte Commander im Kopf gehabt, nämlich zum Beispiel The Ready. The Ready hat die Möglichkeit, mit seinem Discard-to-Draw-to-Effekt Artefakte in den Graveyard zu bringen und hat mit der Minusfähigkeit auch die Möglichkeit, Artefakte aus dem Graveyard wieder ins Spiel zu bringen. Okay, cool. 2 von 3, jetzt müssen wir nur noch eine Möglichkeit finden, wie wir davon profitieren können. Und natürlich der Klassiker, wenn es um Artefakt-Combo und Artefakt-Reanimate-Damage crazy stuff geht, ist natürlich Brayer. Hier haben wir auf dem Commander viele Optionen, aber tatsächlich für unsere 3 Dimensionen sind nur 2 vertreten. Denn wir können Schaden durch Artefakte machen und wir können Artefakte in den Friedhof bringen, auch mit der Sacrifice-Fähigkeit. Also man sieht schon, meine ursprüngliche Idee von Sachen in den Graveyard tun, aus dem Graveyard raustun und dadurch dann Schaden zu machen, vielleicht mit The Ready, da braucht man aber ein Payoff, das dann den Schaden macht. Ich habe lang gesucht und ich habe keinen Commander gefunden, der alle 3 Dimensionen wirklich vertreten kann, also habe ich selber einen gemacht.
Diese Fantasiekarte soll eigentlich nur zeigen, was bräuchte es, um alle drei Dimensionen der Artifact Reanimator Deal Damage Strategie tatsächlich umzusetzen. Und zwar habe ich mir eine Kreatur überlegt, die angelehnt ist an Faraday, an den großartigen Erfinder Faraday. Kostet Colorless Blue, Black and Red für eine 2-2 Human Artificer und natürlich kommt er aus Kaladesh, dem Set der verrückten Artefakte und den verrückten Erfindern. Er hat eine statische Fähigkeit, die übernimmt den dritten Part in unserer Dimension, nämlich es macht den Schaden. Und zwar habe ich mir überlegt, whenever an artifact creature enters the battlefield under your control and it was not cast from your hand, that creature deals damage equal to its power to each opponent. Warum habe ich das da eingebaut? Nun, es ist die rote Color Identity in der Karte, es macht den Damage, es macht die dritte Dimension. Und für Colorless und Blau kann man eine Karte ziehen und discarden, das bringt die Artefakte in den Graveyard. Nun brauchen wir noch eine Möglichkeit zu reanimieren. Nun, dafür kommt die dritte Fähigkeit von Faraday ins Spiel, und zwar Colorless Rot und Schwarz, Tap, Return Target Artifact from your Graveyard to the Battlefield. Das würde dann die erste Static Ability triggern und ja, voilà, wir haben einen dreidimensionalen Commander für unsere Strategie, die wir haben wollen. Nun, warum habe ich mir die Mühe gemacht, so einen Commander zu erfinden? Nun, ich möchte zeigen, wie schwer es tatsächlich ist, einen Commander zu finden, der alle drei oder alle Dimensionen, wie viele auch immer du dir ausgedacht hast, tatsächlich zu finden. Okay, also gehen wir davon aus, du hast eine Strategie dir überlegt und du findest partout einfach keinen Commander, der da wirklich alle Dimensionen abdeckt. Was machst du dann? Naja, es ist relativ einfach. Und zwar nimmst du einfach den Commander, der am meisten Dimensionen abdeckt, aber gleichzeitig auch für dich der interessanteste ist. Das kann natürlich unterschiedliche Faktoren haben. Also ist vielleicht der Flavor besonders gut oder ist sie einfach objektiv stärker? Denk auch an die Farbkombination, denn die anderen Karten in deinem Deck müssen diese Strategie nämlich auch unterstützen. Denn wenn du Card Draw zum Beispiel in der Strategie hast, wäre es ganz gut, wenn du tatsächlich Blau als Farbe drin hast. Oder wenn du zum Beispiel viele Tokens machen willst, dann ist Weiß, Grün und wahrscheinlich Rot für Goblins oder sowas die beste Empfehlung. Wenn du dir immer noch nicht sicher bist, naja, dann schau auf die Profit-Dimension. Denn die Profit-Dimension ist das letztendlich, womit du das Spiel gewinnst. Nämlich zum Beispiel das Damage machen durch die Artefakte, das Angreifen. Suche einen Commander, der dir bei dem letzten Punkt tatsächlich hilft. Oder mach genau das nicht. Denn wenn du einen Commander hast, der einfach nur nach Gefahr schreit, ja, dann wird er wahrscheinlich dann auch sehr gefocust. Hat der Commander zum Beispiel eine Fähigkeit, die in deiner Strategie essentiell ist und für die gibt es nur wenige andere Supportkarten? Das kann zum Beispiel auch ein guter Indikator sein, genau diesen Commander für deine Strategie zu wählen. Beachte aber auch die anderen Parameter, wie zum Beispiel Mana-Kosten oder vielleicht irgendwelche Schutzmechanismen auf dem Commander. Hat er Hexproof zum Beispiel oder Indestructible? Dies sind ein paar Kriterien, wie man den Commander aussuchen kann, der zu deiner Strategie passt, aber nicht alle Dimensionen auf der Karte selbst abbildet. Okay, das war praktisch die Methodik, wie wir mit der Dimensionsstrategie tatsächlich unseren Commander aus einer Strategie heraus auswählen können. Also bottom-up von der Strategie zum Commander. Wie kommen wir jetzt aber zum Beispiel andersrum vom Commander zur Strategie? Denn geben wir es zu, häufig ist es einfach so, ich sehe eine geile Karte, ich sehe einen neuen geilen Commander und bin einfach interessiert darum, ein Deck zu bauen. Das ist die Top-Down-Methodik vom Commander zur Strategie. Zunächst einmal machen wir das, was wir schon die ganze Zeit gemacht haben. Denn wir definieren unsere Strategie wieder einmal, bilden die Sätze, tun sie in die Reihenfolge, in der wir sie gerne ausführen würden. Und dabei eine der schwierigsten Sachen ist, formuliere keine überflüssigen Dimensionen. Denn häufig werden diese dann als Subthema oder Unterthema, Subtheme genannt. Aber ganz ehrlich, diese Dimensionen machen dein Deck schlechter. Also lass mich dir ein Beispiel nennen aus meinem Leben, denn ich habe ein Deck, das habe ich immer noch, Brutaclad Talcor Engineer, eines meiner Lieblingsdecks, das kam aus dem Precon, das sich sehr um Artefakte gedreht hat. Letztendlich, wenn man aber die Strategie so runterredet, dann hat die eigentlich nur, mache viele Tokens, mache einen riesig großen Tokens, kopiere die Tokens und greife an. Und hier hatte ich ewig lang eine weitere Dimension, nämlich Artefakt-Synergien. Das kam einfach aus dem Precon raus und ich finde Artefakte halt cool und drum musste ich alle möglichen Artefakt-Synergien haben. Aber wenn man sich's genauer überlegt, Goblins,
in Rot ist eigentlich die beste Art und Weise, wie du Kreaturen-Tokens machen kannst. Und so könnte man sagen, sollte man aus diesem Deck eigentlich die Artefakt-Synergie-Dimension komplett rausschmeißen. Weil wenn ich ein Artefakt-Deck haben will, dann mach irgendwas anderes. Irgendein anderes Deck, das sich irgendwie mit Artefakt-Synergien tatsächlich dann am Ende durchsetzt. Denn du musst dran denken, jede Dimension nimmt Platz in deinem Deck weg. Wir haben 100 Karten und wenn man ehrlich ist, ungefähr 40 oder 35 bis 40 sollten Eländer sein. Dann kommt noch der ganze Kram, der sowieso gespielt werden muss, wie Sol Ring und andere Ramp, Removal, Wrath of God. Naja, letztendlich bleiben so 30, 40 Karten übrig, mit denen man tatsächlich die ganze Strategie umsetzen muss, die ganzen Dimensionen abdecken muss. Und das ist nicht besonders viel. Das heißt, je weniger Dimensionen du hast, je weniger Slots du tatsächlich für jede Dimension aufwenden musst, desto besser wird dein Deck dann funktionieren. Okay, also, wir sind an dem Punkt angelangt, wir haben unsere Strategie, wir haben den Commander zu der Strategie, egal wie rum wir ihn denn gefunden haben, jetzt geht's ans Deck bauen. Und hier kann die Dimensionsstrategie definitiv auch helfen. Und zwar machst du für jede Dimension einen eigenen Haufen, einen eigenen Stapel an Karten. Jede Karte, die du reintun willst, ordnest du einem dieser Dimensionen zu. Okay, kann mir diese Karte dabei helfen anzugreifen? Sie gibt zum Beispiel Flying oder sowas in der Richtung. Und dann gibt es immer noch einen Haufen für Support. Also das sind zum Beispiel dein Sol Ring, dein Rector Signet, dein Pinpoint Removal, deinen ganzen langweiligen anderen Kram einfach. Aber hier kannst du auch in Dimensionen denken. Denn versuche Karten zu finden, die sowohl das langweilige Zeug machen, wie zum Beispiel Ramp und Removal, und versuche das tatsächlich einer Kategorie zuordnen zu können. So könnte man zum Beispiel Ramp nehmen und angreifen und man landet bei Ebony Fly. Ebony Fly ist ein Mana Rock, der aber tatsächlich helfen kann, dass deine anderen Kreaturen besser angreifen können. Oder Punkto Removal. Smell Fear in einem +1/+1 Counter Deck, Proliferate, then Fight Target Creature. Definitiv eine Synergie und kann dann der Dimension zugeordnet werden, die +1/+1 Counter auf deine Kreaturen legen will. Bei Token-Strategien sind Boardwipes ein bisschen schwierig, aber tatsächlich Kriegscoop, wie er auf Deutsch heißt, kann hier tatsächlich helfen, dich wieder mit deinen Tokens am Board zu etablieren. Wenn es um die langweilige Kategorie Card Draw geht, dann könnte man zum Beispiel in einem Big Creatures Deck Rishka's Expertise spielen. So würde man hier gleichzeitig Karten ziehen und sein Board weiter mit großen, fetten Kreaturen entwickeln. Wenn wir über Karten und die Zuordnung zu Dimensionen reden, zu den jeweiligen Haufen, dann ist es natürlich perfekt, wenn du eine Karte mehreren Dimensionen gleich zuordnen kannst. So zum Beispiel Jace's Sanctum in einem Spellslinger Malak Deck ist einfach perfekt, weil Malak will Instants und Sorceries casten, die obere Karte der Library manipulieren und am Ende irgendwie mit diesen Spells gewinnen. Und zwar kann diese Karte bereits bei zwei Kategorien, bei zwei Dimensionen mithelfen, nämlich zum einen Instants und Sorceries günstiger zu machen und zum anderen die oberste Karte der Bibliothek beeinflussen. Interessant sind auch modale Spells, die hier in mehreren Kategorien, in mehreren Dimensionen zum Einsatz kommen können. Bekannt sind natürlich die Charms oder die Commands, zum Beispiel der Celestial Charm in einem Token- und Pump-Deck, weil es kann einen Token machen und es kann pumpen. Wenn wir an die Commands denken, so gibt es Atarkas Command zum Beispiel. Dieser kann in einem Omnath Locus of Rage-Deck definitiv zwei der Dimensionen abdecken, und zwar extra Landfall Trigger, extra Beasties durch Omnath und diese Beasties dann pumpen? Nun, das ist definitiv ein Win. Und hier können wir zwei dieser Haufen dieser Karte zuordnen. Das letzte, was wir machen können beim Deckbuilding und der Dimensionstheorie mit unseren Haufen, ist daran zu denken, dass wir ja die Strategie formuliert haben in der Reihenfolge, wie sie im Spiel passieren müssen. Zuerst muss das eine passieren, dann das andere und am Ende gewinne ich dadurch vier Dimensionen in diesem Beispiel. Schau dir deine Haufen an und achte darauf, dass die erste Dimension die meisten Karten hat und die letzte die wenigsten Karten. Dies kannst du vergleichen zum Beispiel mit den Vorteilen, die du hast bei deiner Mana Curve. Gehen wir zurück zu Garvel. Sie hat drei Steps, nämlich Step 1 ist Kreaturen machen, Step 2 Kreaturen groß machen, Step 3 ist angreifen. Okay,
cool. Ich kann nicht angreifen, ohne Kreaturen zu haben. Ich kann sie auch nicht größer machen, wenn gar keine Kreaturen da sind. Und so sieht man, diese zwei Dimensionen, die zwei obersten Dimensionen, beziehen sich immer auf die erste und sind komplett nutzlos, wenn ich keine Kreaturen habe. Es ist wie beim Haus letztendlich. Also du brauchst ein gutes Fundament, um dann den ersten Stock drauf zu bauen, den zweiten Stock drauf zu bauen und am Ende das Dach und den Peak von deinem Haus zu bekommen, um diese Metapher hier bis zum Ende zu führen. Okay, wir haben gesehen, wie die Dimensionsstrategie dir tatsächlich helfen kann, dein Deck perfekt zu bauen. Und was ist nun aber eine weitere Anwendung? Du kannst auf ein Deck, das du bereits hast, im Nachhinein nochmal die Deckstrategie anwenden. Warum solltest du das tun? Nun, vielleicht läuft dein Deck nicht so, wie du dir das vorstellst. Und dann stellt sich die Frage, hast du wirklich zu jeder Dimension genügend von den Karten? Hast du sie in der richtigen Reihenfolge? Hast du zu viel von dem einen und zu wenig von dem anderen? Und wenn du deine Dimension definiert hast, ist irgendeine überflüssig davon? Machst du irgendwas, was überhaupt nichts mit irgendwas anderem zu tun hat und ist einfach nur drin, weil du es geil findest oder weil es noch von der Precon drin ist? Okay, sagen wir einfach mal, dein Deck hat sau viele Dimensionen und du kannst keine davon rausstreichen. Eine Möglichkeit, die ich gefunden habe, wie das definitiv verbessert werden kann, ist Card Velocity, also Kartendurchsatz. Das heißt, je mehr Karten du tatsächlich siehst, desto mehr kannst du dann gucken, welche Dimension brauche ich gerade. Brauche ich jetzt langsam keine Tokens mehr? Brauche ich mehr +1/+1 Counter? Oder bin ich eh schon dabei zu gewinnen und brauche jetzt nur noch ein fettes Ding, was irgendwie all meinen Kreaturen Flying gibt und go for the win. Diese Velocity oder Card Selection ist ultra wichtig. Also zum Beispiel die Scrylands finde ich persönlich viel wichtiger als viele andere Spieler, denn die Card Selection kann dir immer dabei helfen, genau das zu finden, was du gerade brauchst. Genau das andere kann aber der Fall sein. Du hast ein Deck und du möchtest keine Dimensionen cutten, weil es ist eh schon sehr tight, aber es macht einfach keinen Bock mehr. Es ist einfach, oh, schon wieder Vanifall, Combo, blablabla. Was hier helfen kann, ist, dass du deinem Deck eine weitere Dimension hinzufügst. So kann das Deck zum Beispiel einfach interessanter werden. Es wird dadurch nicht stärker, aber es kann tatsächlich eine weitere Komponente haben, die einfach Spaß macht. Was du natürlich auch machen kannst, wenn der Fall eintritt, dass dir ein Commander-Deck nicht mehr so gefällt, ist, dass du einfach den Commander austauschst. Das heißt, du nimmst das Deck so, wie es ist, und du nimmst einen anderen Commander. Und dieser hilft dir zum Beispiel bei weniger Dimensionen oder bei anderen Dimensionen. Das heißt, er hilft dir vielleicht nicht bei dem Go for the Win, aber der hilft dir vielleicht ein bisschen mehr beim Setup. Weil letztendlich vielleicht das der witzigste Teil ist. Und du wirst wirklich dafür arbeiten, dass du wirklich den Win bekommst und nicht, dass es einfach auf deinem Commander die Wincon draufsteht. Okay, wir haben eigentlich alles gesehen, wie uns die Dimensionsstrategie tatsächlich bei der Auswahl des Commanders, beim Deckbau und beim Verbessern von Decks helfen kann. Nochmal so ein paar allgemeine Ideen zu der Dimensionstheorie. Es ist wirklich kein Template. Es ist ein weiteres Tool, wie du gut Decks bauen kannst. Interessanterweise ist mir aufgefallen, dass Commander, die tatsächlich bei jeder Dimension helfen und die tatsächlich alles machen, einfach langweilig sind. Auch Commander, die bereits exakt vorgeben, welche Dimensionen zu tun sind, sind eher ein bisschen langweilig. Da fallen einem zum Beispiel Chulainn oder so von den Throne of Eldraine Brawl Decks ein, denn die hatten exakt schon draufstehen, was du zu tun hast. Im Vergleich dazu, bei Commander Legends gab es interessante Commander wie zum Beispiel Arcelios oder Obeka, die einfach nur gesagt haben, hey, ich mache eine super narrow Sache, also zum Beispiel Obeka, ich beende den Turn. Mehr macht die nicht. Okay, finde heraus, was du damit machen kannst und definiere deine Dimensionen, definiere deine Strategie und nicht Chulainn, spiele Kreaturen, ziehe Karten, yay, do it again. Okay, damit sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, ihr wendet einfach mal die Dimensionsstrategie an. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr Verbesserungsvorschläge an der Dimensionsstrategie? Schreibt mal einfach so ein bisschen, so ein paar Strategien auf von ein paar Commandern. Schaut einfach mal, was habe ich für einen Commander? Was würde ich hier für eine Strategie machen? Wie viele Dimensionen hat es? Und wenn ihr Bock habt, geht mal eure Commander-Decks durch. Macht Haufen für jede Dimension. Guckt euch das einfach mal an. Lasst uns da mal ein bisschen drüber nachdenken und vielleicht gibt es dann einen zweiten Teil über Dimensionsstrategie 2.0. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Like, subscribe, comment below. Keine Ahnung, den ganzen Shit. Aber ohne Schmarrn, ich würde mich echt freuen, wenn ein paar Leute in die Kommentare schreiben. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.